Spirituelle Aufgabe besteht nicht darin, in Angst und Schrecken zu verfallen, sondern im inneren Frieden zu bleiben. Mit der Erkenntnis und dem Bewusstsein, dass wir uns weiterentwickelt haben und nicht mehr an dem Alten verhaftet bleiben. Wir sehen bereits das Licht am Ende des Tunnels. Und sobald wir das erreicht haben, wird es schlagartig hell. Um uns auf diese Helligkeit vorzubereiten, kommt nun unser Lichtkörper ins Spiel. Ein Feld, das sich mehrere Meter über unseren grobstofflichen Körper hinaus ausdehnt, bis zu 30, 40 Metern oder mehr. Und je mehr Licht wir aufnehmen, je mehr gute Gedanken, Worte und Handlungen wir in unser Feld bringen, desto besser kommen wir durch diese dunkle Zeit, durch den dunklen Tunnel. Denn wir sind die Fackeln des Lichts.